Frau Querengesser, ich freue mich, Sie hier auf dem Stand bei Klett-Cotta bei der Buchmesse zu treffen. Von Ihnen kommt demnächst ein Buch auf rosa Papier heraus. Sie kommen aus Hamburg. Sie waren seit 2009 beim Männermagazin Maxim. Sie haben Artikel geschrieben für die FAZ, für die Welt am Sonntag und für den Playboy. Sie haben jetzt eine Kolumne für die Frauenzeitschrift Jolly. Genau. Das ist richtig, nicht? Richtig. Sie haben ein Buch geschrieben, wie gesagt, auf rosa Papier. Ist das ein Sachbuch, eine Anleitung oder ein Ratgeber? Also das Buch heißt Die feine Art des Vögelns und insofern, ich würde es der Gattung der Pseudo-Ratgeber zuordnen. Ist ja eine ganz neue Gattung bei Tropen. ja, also es ist so wie ein Ratgeber geschrieben, aber man sollte nicht alles darin 1:1 nachmachen. Sie wollen hier richtig zur Sache gehen, heißt es im Vorwort. Aber Sie wollen auch über die gesellschaftliche Etikette im frühen 21. Jahrhundert schreiben. Und gleichzeitig sagen Sie aber, jegliche Erotik wird ausgeklammert. Kann das in so einem Buch und gerade bei diesem Thema gut gehen? Ja, ich glaube, das geht sehr gut, weil für mich ist das die einzige Art, über Sex zu schreiben, die für mich persönlich akzeptabel ist. Ja. Also in nicht erotischer Stimmung. Ja. Kann man es denn voneinander trennen? Naja, also schriftlich schon. Man kann ja über Techniken oder so was schreiben, was eher so, was sehr kühl geschrieben ist und was nicht unbedingt den Leser erregt. Man muss einfach mal so darüber reden können, finde ich, ohne dass man gleich in Ekstase verfällt. Aber bei Techniken sind Sie aber auch ganz sparsam. Sie sagen ja nur drei Stellungen, der Rest ist Turnen. Ja, ist ja so. Also ich bin total dagegen, dass man im Bett alles durchturnt, weil das ist Anstrengung und kein Genuss. Ja. Sie wollen auch Benimmregeln für den Ernstfall aufstellen. Um welche geht es denn dabei? Ich glaube, das bezieht sich auf das Kapitel, wo es Probleme gibt beim Geschlechtsverkehr. Ja. Und dafür braucht man natürlich Anleitungen, weil es kann ja sehr peinlich werden, wenn was schief geht. Und die geben Sie auch in Ihrem Buch? Ja, die gebe ich. Sie sagen, ein zeitgemäßes Regelwerk ist notwendig. Ist es notwendig heute, also jetzt in diesen Jahren, ein solches Regelwerk aufzustellen? Unterscheidet sich das von früheren Jahren? Ja, das unterscheidet sich natürlich schon, weil früher andere Regeln gegolten haben. Heute darf man viel mehr machen und deswegen braucht es ein neues Regelwerk, das diese Dinge, die man jetzt machen darf, mit einbezieht. Sie geben auch Tipps für Trennungsgespräche. Ich habe da so das Gefühl, dass Sie manchmal ein bisschen übertreiben. Ist das mehr ironisch gemeint, oder? Ja, das ist mehr ironisch gemeint. Also teilweise habe ich mir bei den Trennungsgeschichten überlegt, was wohl das Allerschlimmste wäre, was passieren könnte. Und dann gesagt, dass man gerade das machen sollte. Also, dass Sie ihn häufig auf der Arbeit alle 20 Minuten anrufen, ist ja noch nicht so furchtbar schlimm, nicht? Vielleicht nervig ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt als Frau seinem Mann 30 Kaffeetassen mit einem herzförmigen Foto von sich als Paar in die Arbeit schickt, dann ist das schon ein bisschen übertrieben. Sie sagen ja selbst, es ist übertrieben. Das ist ein bisschen viel, ja. Es soll einfach unterhalten und lustig sein. Ja. Wie sind Sie auf die Idee zu dem Buch gekommen? Also ich habe mich schon vorher beim Männermagazin Maxim viel mit dem Thema beschäftigt und es gab eigentlich immer. Also ich wollte eigentlich nie ernsthaft über dieses Thema schreiben, weil ich finde, das kann man eigentlich nicht tun, weil man nicht Leuten ernsthaft raten kann oder befehlen kann, was sie im Bett zu tun haben, weil es eine sehr private Sache ist. Und deswegen wollte ich das eigentlich fast immer, ist es immer mit so ein bisschen Ironie gespickt gewesen. Und in dem Buch treibe ich das halt total auf die Spitze und damit, so sehe ich das, ist es halt so eine, fast schon so eine Parodie auf herkömmliche Sexratgeber, um dann halt zu sagen, lassen Sie sich nichts vorschreiben. Ich hoffe halt, die Leser verstehen das auch so. Ich würde Sie am liebsten noch fragen, wie ich es bei vielen anderen Autorinnen und Autoren gemacht habe. Wer soll das Buch lesen?
Kinder nicht. Also nicht zu Hause rumliegen lassen? Naja, also ich glaube, dass Kinder an der natürlichen Barriere scheitern, die, ich glaube, es ist schwer verständlich für Kinder. Aber ja, jeder, der geschlechtsreif ist eigentlich und Interesse an... Das ist eine große Kundengruppe, ne? Ja, das ist der Plan, dass eigentlich alle es kaufen. Es ist auch nicht auf ein Geschlecht festgelegt, was mir auch sehr wichtig war, weil ich glaube, dass das sehr unmodern ist, Sexualratgeber für Frauen oder für Männer zu schreiben. Weil es gibt so viele Dinge, die auf alle zutreffen. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich es halt dazu geschrieben. Also jeder kann es lesen, der schon mal Sex gehabt hat oder Sex haben möchte. Herzlichen Dank. Das Buch auf rosa Papier wird demnächst bei Tropen, also bei Klett-Cotta, erscheinen. Herzlichen Dank. Viel Erfolg für das Buch. Vielen Dank.